Ja, damit herzlich willkommen hier zurück bei Station Air. Willkommen auf der Venus. Ich bin Gairon. Ich musste gerade schmunzeln, als ich gesehen habe, dass das hier Folge 11 ist, Folge 10 ist und wir jetzt in dieser Folge die Updater für die Drehmaschine bauen wollen, weil ich habe auf dem Mars genau auch in Folge 10 das gemacht. Ich habe da auch in Folge 10 die Update gemacht und das ist die Folge mit dem Gewissen, die noch wissen, was das ist. Ansonsten verlinke ich oben rechts in der Infobox, wenn ich es nicht vergesse, noch die Folge. So, wir haben beim letzten Mal hier noch Stahl vorbereitet. Das hat hier geklappt. Ich habe das ohne Kohle geschafft. Habe einfach wieder einen Tag abgewartet. So, jetzt nehmen wir aber die Anlage außer Betrieb. Hier müssen wir uns dann wirklich mal noch etwas einfallen lassen, wie wir das für längere Zeiträume dann planen. Das ist alles wirklich nur sehr, sehr, sehr improvisiert hier draußen. Gut, die Anlage ist ausgeschaltet. Der restliche Strom, der jetzt produziert wird, geht wieder in unsere Stationsbatterie. Und wie immer, morgen, Batterie ist unten. Gut, so, dann wollten wir jetzt erst einmal etwas Platz schaffen. Ich denke, Schränke wären dann auch mal keine schlechte Idee. Aber jetzt will ich erstmal schauen, dass wir den DeepMiner ans Netz bekommen. Dafür brauchen wir den Elektronikdrucker-Mod. Den drucken wir uns jetzt endlich. Hätte wirklich nicht gedacht, dass wir das schaffen, um das zu bauen. Jetzt hab, das ist da schon drin. Jetzt dachte ich gerade, wo bin ich denn jetzt um Himmels Willen mit dem Invar und Konstantan hin? Das haben wir da schon reingeschmissen. Wir haben hier noch 200 Gramm Stahl. Wo haben wir am wenigsten Stahl? 280 Gramm. Hier haben wir 118. Und hier haben wir 380. Die bessere Frage ist dann, wäre natürlich, wo brauchen wir am meisten Stahl jetzt für unsere Bauvorhaben? Ich denke, wir lassen das Stahl noch im Inventar. Wir schmeißen aber schon mal alles aus dem Inventar, was wir nicht mehr brauchen. Genau, alles einzelne Teile, einzelne Rohre. Yay! Wir nehmen unsere Basis zu. Hier hat es noch Kohle. Hier hat es noch Sturm. Schnell mal die Tür zumachen, damit oben die Solaranlagen nicht kaputt gehen. Das wäre dann natürlich auch ein Schritt, den wir machen müssten demnächst. Können wir mal schauen, ob wir da hier die Teile schon dafür haben. Wäre nämlich die Schleuse, die Luftschleuse einbauen. Das sind Landeplattformen. Hier haben wir Türenkit. Das ist alles für die Luftschleuse. Wie lange braucht der hier zum Drucken überhaupt? Elektronische Druckermod, der ist bei 77%. Ich denke, den drucken wir jetzt mal kurz aus, upgraden den Elektroprinter und währenddem er den nächsten Mod druckt, können wir schon mal anfangen, die Luftschleuse zu bauen. Ist bei 93%, wir fangen doch einfach jetzt schon mal an. Und zwar bauen wir hier schon mal eine von zwei Türen auf. Ich möchte das hier drinnen keine Glastür, sondern eine Komposittür. Gut, der Elektronikdrucker-Mod ist aufgebaut. Ich mache die zweite Tür schon mal da rein. So, dann benötigt der, glaube ich, jetzt nicht mehr wie früher den Schweißbrenner. Genau, früher musste man den schweißen. Jetzt geht es mit dem Schraubendreher. Der wird hier aufgebaut. Und wir haben den Elektronikprinter MK2. Wunderbar. Damit haben wir mehr Rezepte zur Verfügung. Da hätten wir jetzt zum Beispiel auch Mod für die Drehmaschine. Bauen wir einmal. Ich stelle hier schon mal das Rezept um. Jetzt sieht man auch die Rezepte hier schön. Stellt schon mal das Rezept um, damit der, wenn er fertig ist, nicht weiter druckt. Gut. Hier, die eine Tür hätten wir gebaut. Dann verlegen wir schon mal die Kabel, wie die dahin gehören. Haben wir denn noch Kabel? Die haben wir hier hinten irgendwo hingeschmissen. Ein einzelnes Stück, 10 Stück. Hier haben wir noch ein 50er Stack. Gut, dafür brauchen wir den Kabelschneider mal wieder. Immer dieses Werkzeug.
Gut. Dann kommen hier unten schon mal die Kabel verlegt von Tür zu Tür. Datenport zu Datenport. Dann benötigen wir einen Gassensor. Hier haben wir das Sensor-Kit. Ich denke, den Gassensor, den nehmen wir uns... Nehmen wir den an Boden? Ach komm, habe ich schon lange nicht mehr so gebaut. Den klatschen wir direkt auf den Boden. Auch den verbinden wir mit einem Kabel. Dann gehen wir mit dem Kabel hier nach oben. Dann schauen wir, was wir noch sonst noch brauchen. Wir brauchen eine Konsole, die das Ganze steuert. Die nehmen wir, wenn möglich, hier direkt ins Zentrum. So. Dann nehmen wir links und rechts davon noch aktive Ventilatoren. Und ich wollte gerade sagen, davon haben wir jetzt keine dabei. Aber doch, auch an die haben die Leute von der Erde gedacht. Die haben uns die hier gleich mitgegeben. Die sind montiert. Hier ist der Druckermod ausgedruckt worden. Dann machen wir das Ganze noch für den Mod für die Rohrbiegemaschine. Die drucken wir doch auch gleich. Auch hier bauen wir kurz mal den Mod auf. Zack, bumm. Das wäre geschafft. Dann, wir haben da hinten immer noch unsere Baustelle mit der Luftschleuse. Wir haben... Was haben wir denn jetzt hier? Wir brauchen ein Rohr für die Luft, für den Luftaustausch mit dem Innenraum. Und wir brauchen ein Rohr mit dem Luftaustausch mit dem Außenraum. Dann brauchen wir hier die Diskette, brauchen wir noch. Wir brauchen die Luftschleusensteuerung. Kommst du bitte wieder mit? Die kommen nicht in den Schrank. Dunkel war's. Der Mond schien nicht hell. Taschenlampe hat keinen Akku mehr. Ist nur noch eine kleine Batterie drin. Warum auch immer. Weil mir die großen ausgegangen sind. Gut, wo waren wir doch gleich? Wir waren dabei, ich habe keine Ahnung mehr. Passive Ventilatoren müssen wir noch drucken, die sind nicht in der Kiste. Die waren hier drin. Zwei Stück brauchen wir davon. Hier brauchen wir gleich wieder einen Mod. Und zwar noch... Na komm schon. Da will gerade nichts mehr. Zwei Stück haben wir gebaut. Sehr schön. Dann kannst du hier wieder ausgeschaltet werden. Wir bauen den hier schon mal auf. Und dann drucken wir uns hier. Jetzt geht die Suche wieder. Keine Ahnung, was er vorhin hatte. Hier bauen wir noch den Mod für den Werkzeugprinter. So, dann zurück zur Luftschleuse. Das hier platzieren wir hier schon mal innen. Und da ist der Sturm auch zu Ende. Dann können wir hier auch die Außentüre bauen. Dafür schmeißen wir das hier nochmal weg. Wir nehmen das hier mal und schmeißen das hier hin. So, wie bauen wir die Tür ab? Die haben wir geschweißt. Ich denke mal, hier brauchen wir den Winkelschleifer. Richtig, dann brauchen wir den Handbohrer. So, dann kommt da jetzt auch eine Komposit-Tür. Wieso kann ich das nicht drehen? Genau, so gedreht ist da was im Weg. Jede Wette, da ist der... Nee, das ist die Glastür, deswegen geht's nicht, weil hier noch das Rohr nach draußen geht. Glastüren haben die größere Kollision, weil die halt wirklich noch Schiebetüren dran haben. Nicht manuelle Luke, sondern eine Komposit-Tür wollen wir hier bauen. So, dann klatschen wir auch den Passivvent hier draußen ran. Dann brauchen wir die dritte Tür eigentlich nicht mehr. Schmeißen wir wieder mal da rein. Vielleicht können wir die noch gebrauchen. Luftschleusensteuerung erweiterte. Die kommt jetzt da rein.
Jetzt bauen wir erst einmal die ganzen Türe zum Ende auf. Da brauchen wir Plastikplatten und Blechplatten. Wir haben hier noch Kunststoff. Wir haben das hier. Dann brauchen wir noch Glasscheiben. Brauchen wir auch noch. Die Diskette haben wir schon. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was wir hier brauchen. Gut, dann schweißen wir jetzt erst einmal die Türen zu Ende. Da fehlt noch Akku. Wir haben im Schweißgerät kein Akku mehr. So, erst einmal die Türrahmen fertigen. Dann wechseln wir hier auf die Eisen. Ne, die brauchen Glasplatten. Die brauchen kein Eisen. Glasplatten und die Brechstange. So, Türe 1 ist aufgebaut. Türe 2 ist aufgebaut. Wir haben den Sensor. Wir haben das hier fast beendet. Hier kommt noch eine Glasplatte oben drauf. Wunderbar. Was wir jetzt noch nicht haben, ist Stromanschluss. Wir brauchen doch noch Strom. Dafür brauchen wir wieder die Kabel. Und zwar zapfen wir den Strom. Lass mal überlegen, dass wir das nicht wieder 100-mal umbauen müssen. Können wir mit dem Strom da hinten in der Wand durchgehen? Oder ist da der Ofen im Weg? Da ist der Ofen im Weg. Hier oben ist auch der Ofen im Weg. Hier oben würde es gehen, aber das sind wir zu hoch. Ach egal, wir gehen da oben durch. Wir müssen mit dem Strom dann so irgendwann mal noch an die Decke gehen. So rumgedreht. Und das hier ran? Fehlt noch ein Verbindungsstück nach oben. So, dann gehen wir mit dem hinter dem Ofen durch. Hier gehen wir wieder nach unten. Wir müssen hier auf diese Höhe rein. Das wird eine Luftschleuse ohne Absicherung gegen Stromausfall. Ich baue die meistens ohne Absicherung gegen Stromausfall, bis ich dann mal in der Luftschleuse stecken bleibe. Gut. Die Geräte hier brauchen auch noch Strom. Jetzt haben wir hier überall Strom dran. Dann geht mal die Tür zu. Hier schalten wir mal ein. Config Error. Damit war zu rechnen. Denn die müssen wir jetzt noch konfigurieren. Ah, hier auf der Seite ist der Diskettenschlitz. So, Diskette rein. Wir sagen jetzt erst einmal sagen wir mal, wie ihr heißt. Die brauchen noch Namen. Das hier ist die Basistür. Ja, das hat Platz. Das hier ist der Werkraum. Gut, das hat auch Platz. Ich weiß, normalerweise sagt man Außentür, Innentür, aber das steht daneben auch an der Tür. Hauptsache ist einfach, wir wissen, welche Tür was ist. Das hier ist der Aktivventschleuse. Außen. Das hier ist der Aktivventschleuse. Innen. Bestätigen, das hier ist der Gassensor. Schleuse. Für den Fall, dass wir dann noch später mehrere Sensoren und Zeugs haben, will ich das schon mal richtig benennen. Das hier ist die Konsole. Schleuse. Haupttor. Alles benennt, was wir benennen können, müssen, dürfen, haben wir nicht gesehen. Gut, also, jetzt den hier ausmachen. Wir benennen das jetzt als Exterieur. Exterieur ist außen. Nehmen wir unsere Basistüre. Check. Als Gassensor nehmen wir unseren Gassensor-Schleuse. Check. Als Interieur nehmen wir die Türe mit dem Namen Werkraum. Check. Dann fehlen jetzt noch die Aktivvents.
Die haben wir hier oben. Exterieur wäre wieder aktiv, wenn Schleuse außen. Und Interieur aktiv, wenn Schleuse innen. Wir gehen auf einen Druck von 0 Kilopascal. Und auch hier gehen wir auf einen 0 Kilopascal Druck. Wir könnten jetzt den Druck natürlich auch schön anpassen am Raum, respektive von der Außentüre. Aber zum Zeitsparen lassen wir einfach nur ein Vakuum erstellen und fluten dann den Raum mit dem Öffnen der Tür. Gut, Diskette raus. Wir haben eine Luftschleuse gebaut. Yay, das ist der ganze... Das war's eigentlich schon. Wir haben jetzt alles gesehen, jetzt können wir aufhören. Nee, können wir nicht. Ich will hier noch kurz die Luftschleuse etwas zubauen. Und zwar brauchen wir jetzt eine Bodenplatte. Damit man da nicht immer reinhüpfen muss und raushüpfen muss. Eins, zwei, drei. Sehr schön, mehr brauchen wir nicht. Jetzt wollte ich gerade die Diskette wegwerfen, aber die lieber nicht irgendwo liegen lassen. So, Bodenroste sind gebaut. Platzieren wir mal einmal hier davor, einmal hier drin und gehen mal kurz nach draußen. Ist das schön, wie das funktioniert. Das funktioniert doch, oder? Wollte gerade sagen. So. Und da draußen platzieren wir auch noch einen Boden, dass wir da ohne Hüpfen rein und raus können. Gut. Dann sind wir jetzt offiziell sturmsicher. Wir sind zwar noch nicht wohnlich eingerichtet, aber wir sind jetzt sturmsicher. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, aus Versehen die Türen offen zu lassen. Was wir jetzt hier drin ein Problem haben. Ja, wir haben jetzt Probleme durch die Schleuse. Und zwar... Da wir die Tür nicht mehr aus Versehen offen lassen können, können wir die auch nicht mehr mit Absicht offen lassen. Das heißt, hier drin wird es jetzt immer wärmer und immer wärmer. Und je mehr wir hier drinnen schmelzen und Kohle verbraten, desto schlechter wird die Luft. Aber ja, wir sind ja Android. Das soll uns im Moment gerade noch nicht so stören. Das ändern wir aber alles auch noch. Wir sollen hier ja eine bewohnbare Basis aufbauen. Jetzt, wenn wir den hier schon gebaut haben. Bauen wir jetzt schon draußen weiter oder... Nee, jetzt schaue ich mir hier mal kurz an, was kostet mich der bessere Bergbaubohrer? Was kosten mich die größeren Inventarplätze? Der Bergbaubohrer, nicht den hier, sondern den hier, der kostet mich Invar, Elektrum, Stahl, Lötzinn. Hätten wir alles. Könnte ich mir dann also bauen. Gut. Baue ich mir dann offscreen. Was hätten wir denn für unser Inventar zur Verfügung? Zum Beispiel Bergbaurucksack. Wäre auch interessant. Braucht nur Eisen. Überlegen wir noch. Hardsuit-Rucksack. Den hier möchte ich ganz gerne. Stellite Astroloy. Okay, das vergessen wir mal mit dem. Ja, wenn ich noch Bergbau betreiben will, könnte ich das hier dann bauen. Gut, aber wir wollen jetzt dafür sorgen, dass wir keinen Bergbau mehr betreiben müssen. Wir wollen aufhören, immer alles umbuddeln zu müssen. Wir haben jetzt die besseren Maschinen gebaut. Damit können wir jetzt auch bessere Sachen bauen, wie zum Beispiel Trommelwirbel. Denn die Miner bauen wir natürlich nicht hier, sondern den bauen wir natürlich hier. Hier können wir noch etwas Energie sparen. Ist jetzt wichtiger als zuvor. Die brauchen jetzt fünfmal mehr so viel Energie wie die alte Version. Wir brauchen hier einen Deep Miner. Bauen wir auch nicht hier. Haben sie den eingedeutscht? Was habe ich gerade mit Stromsparen gesagt? Tiefenschürfer.
Den haben sie umgedeutscht. Ich glaub's ja nicht. Der braucht Konstantan, Ingvar und Star. Haben wir alles da drin? Also raus damit. Wir brauchen dich jetzt da drüben. Hier haben wir mal Konstantan. Hier haben wir Ingvar. Und weil es schon hier liegt, schmeißen wir auch das Lötzinn da rein. Dann haben wir die Alois alle im selben. Was kommt hier denn noch raus? Elektrum kommt hier noch raus. Wie gesagt, schmeißen wir alles da rein. Gut, dann können wir den hier drucken. Wir bauen uns zwei Stück. Wir schauen uns den mal in F1 an. Was brauchen wir für Strom? Tiefenschürfer, der braucht 500 Watt. Zwei Stück will ich bauen, 1000 Watt sind weg. 1000 Watt sind weg, weg mit 1000 Watt. 1000 Watt sind weg, weg mit 1000 Watt. Ich denke, wir bauen biologische Tiefenschürfer. Ja, das macht, das wird die Grünen erfreuen, dass wir auch auf dem Mars biologisch abbaubar sind. Wir werden die einfach mit Windkraft betreiben. Hängen die also nicht an die Stationsbatterie ran, sondern einfach nur an die Windkraftanlage. Wenn der Wind Strom produziert für die DeepMiner, produzieren die für uns Ärzte. Wenn es halt nicht reicht, dann reicht es eben nicht. Aber wir hängen da auch 3 oder 4 von den großen Windrädern ran, dann müsste das eigentlich reichen. Auch wenn es nur wenig windet. So, aber erst einmal, wo gehen wir denn mit dem ganzen Müll hin? Wir brauchen wieder Platz im Inventar. Wir schmeißen hier mal alles wild auf den Boden, was wir gerade nicht brauchen. Yay, noch umgeschmissen. So, haben wir denn schon einen gedruckt? Nein, wir haben noch keinen gedruckt. Das dauert wieder. So, ich denke, bevor wir den zweiten drucken, bauen wir uns noch ein paar Bodenplatten. Nee, ich drucke hier noch ein paar Bodenplatten unter DeepMiner und pausiere so lange. Dann also bis gleich. Oh, ich weiß, sieht ganz anders aus. Ist nicht mehr die Basis, die ist da hinten. Wir haben zu wenig Eisen. Ja, wir haben zu wenig Eisen. Aber ich habe mir jetzt einen großen Bohrer gebaut. Hab mir gedacht, ich nehme euch noch mal ein letztes Mal mit auf Erzsuche. Wir gehen hier nach hinten, wo ich angefangen habe. Hier hat's flüchtige Stoffe? Okay, merken wir uns. Flüchtige Stoffe hinter dem Hügel. Die habe ich noch nie gesehen, wusste gar nicht, dass es die gibt. Ist das ein Fehler oder sind die einfach extrem selten? Gut, wir haben hier den schweren Bergbaubohrer. Wir brauchen Eisenerz. Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie der sich hier durchfrisst. Hier kommt ein Nickel zum Vorschein. Brauchen wir im Moment gerade nicht. Ich will hier Eisen sehen. Eisen haben wir hier. Hier hat es noch mehr. Hier hat es noch mehr. Das ist ein ganzes Vorkommen. Wir bohren schon mal hier das alles auf Sicht, dass wir dann sehen, was wir hier abbauen haben. Gut, wir brauchen Eisen. Hier hat es kein Eisen mehr. Nochmal kurz orientieren. In die Richtung ist die Basis. Dann gehen wir 180 Grad von hier aus weiter weg. Hier hinten ist so mein allgemeines Abbaugebiet. Hier hat es eine Baugrube nach der anderen. Wir suchen uns eine Stelle, wo wir etwas Eisen finden. Hier haben wir Kupfer. Sehen wir hier gerade noch irgendwo etwas Eisen? Das könnte Eisen sein. Jawohl, hier hat es noch Eisen. Wir buddeln hier uns dem Eisen entlang. Ah, ist das nicht schön? Hier hat es auch wieder Kohle. Dann können wir den Ofen wieder anheizen. Gut. Das habt ihr jetzt gesehen, hä? Der ist ein Wunder. Ein wahres technisches Wunder. Oh, wie habe ich den vermisst, den schweren Bohrer. So, das soll es auch gewesen sein für euch. Ich baue hier noch etwas weiter. Ich brauche einfach noch etwas Eisenerz. Dann also nochmal, bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück in der Basis. Jetzt habe ich da was aufgenommen. Ich habe mich entschieden, wir bauen das dann das nächste Mal auf. Die Zeit ist zu knapp mehr, um das wirklich gebührend aufzubauen. Ich werde bis dahin dann auch schon mal alle Teile drucken, die wir brauchen.
Wir wollen uns jetzt aber erst einmal selbst noch etwas besser ausrüsten. Zum Beispiel, wir schauen uns einfach mal, was wir hier noch bauen könnten für uns. Eine Brille. Eisen und Silizium, einfach nur eine Sonnenbrille. Nee, brauchen wir nicht. Wir wollen was wir auch brauchen können. Zum Beispiel MK2 Bergbaugürtel, damit wir mehr Erz mitnehmen können. Bauen wir mal einen. Nachtsichtbrille brauchen wir als Roboter ja nicht. Eine Sensorlinse. Was braucht die? Inconel können wir vergessen. Einen Werkzeuggürtel MK2. Davon will ich einen, den will ich aber. Den will ich aber wirklich. Schmeiß mal jetzt das Eisen da rein. So, weiß gerade nicht, wo ich das Gold jetzt gebraucht hätte. Richtig, das kam da ganz hinten rein. Da liegt noch Silizium. Nicht vergessen. Das vergessen wir sonst so gleich wieder reinschmeißen. So, wir brauchen jetzt unser Eisen. Wir schmeißen mal das Gold hier hin. Dann kann das Gold wieder weiterschmelzen, wenn wir durch sind. So, Eisen da rein. Werkzeuggürtel MK2. Check. Uniform? Uniform? Gibt es in der Uniform auch Inventar? Hat Platz für Kreditkarten, Sicherheitskarten und bei Inventarslots ziehen wir unserem Robo eine Uniform an. Die braucht 25 Silizium. Gut, dass wir das da hinten gleich reingeschmissen haben. Hier haben wir 5 Silizium. Hier haben wir 50 Silizium. Wir ziehen dem Roboter noch eine Uniform an. Und zwar mit dem Beweggrund, dann können wir in der Uniform Ersatzakkus mitnehmen. Für den Fall, dass wir keinen Strom mehr haben. Ich bin in eurer Abwesenheit schon zweimal beinahe verreckt, weil ich einfach keine Akkus dabei hatte. Ich habe dann mit knapper Mühe und Not geschafft, aus irgendeinem Werkzeug noch Akku rauszuholen. Gut, Uniform merken wir uns, die drucken wir uns noch. Was können wir hier sonst noch brauchen? Was wäre noch interessant für uns? Geländemanipulator, ja, eventuell, aber noch nicht wirklich dringend. Und Werkzeuge haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, außer die Spraygun. Auch die braucht Silizium. Gut, wir bauen dann auch nur eine Spraygun. Wir rüsten uns jetzt erst einmal neu aus. So. In den neuen Werkzeuggürtel kommt der Drahtschneider, es kommt, sagen wir einfach mal, das ganze Werkzeug hier. Das Schweißgerät, der Bohrer, das Tablet. Der Bergbaubohrer kommt in den Bergbaugürtel, aber der Schraubenzieher kommt noch hier hinein. Dann hätten wir noch einen Platz frei plus zwei allgemeine Inventarplätze. Ja, dann können wir dann hier noch. Keine Ahnung, was da noch hinkommen könnte. Das schauen wir dann. Also das hier können wir schließen. Dann kann der hier ins Inventar. Der hier kann weg. So, das ist unser neuer Werkzeuggürtel. Jetzt hat es mir wieder die Taskleiste geöffnet. So, sehe nichts mehr. Gut, dann den Bergbaugürtel. Den tauschen wir auch gleich direkt aus. Nehmen den alten in die Hand und schauen, was wir da noch drin haben. Die Spitzhacke nehmen wir in den neuen, den Bergbaubohrer nehmen wir in den neuen und dann kann der alte auch weg. Ich schmeiße das mal etwas weiter weg. Ich schmeiße das da nach hinten zu unserem alten Bohrer. Dann haben wir hier schon mal Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Gut, das Tablet MK2 wäre noch interessant. Dann müsste ich nicht immer die Chips wechseln, sondern könnte einfach umschalten. Was brauchen wir denn für das Tablet MK2? Habe ich das jetzt übersehen? Sag bloß, das Tablet baue ich nicht im Werkzeugprinter. Hier hat es noch nach Metall geklungen. Ja, gut.
diesen durch. Wir wollten hier noch die Uniform, haben wir gesagt. Einmal eine Uniform des Kommandanten für uns. Dann ist der Robo nicht mehr so nackig. Können wir das denn überhaupt anziehen? Ah. Oh. Uniform hier. Anstelle der Batterie. Oh. Gut, die Uniform des Kommandanten kann weg. Wie viel haben wir jetzt da verschwendet? 25 Silizium haben wir da verschwendet. Schade aber auch. Gut, aber Anzug hätten wir noch frei. Auf den Anzug. Ja, da bringt uns nichts. Da hat es nichts mit Inventar. Das sind alles nur Filterzeugs. Gut, dann lassen wir das hier. Was wollte ich denn jetzt noch? Irgendwas wollte ich doch jetzt noch. Das Tablet, genau. Das Tablet wollen wir uns noch bauen. Yes, Gott, die Zeit ist rüber. Macht nichts, das Tablet bauen wir uns noch, wenn wir das noch bauen können. Tablet. Ja, das bauen wir hier. Tablet MK2. Gold, Elektrum, Blödsinn. Ja. Gut, ich muss das erst umräumen. Ich baue das in eurer Abwesenheit, das Tablet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hat doch wirklich wieder Spaß gemacht. Was machen wir denn als Screenshot heute? Irgendwie. Ja, na klar. Die Updates von den Maschinen haben wir gemacht. Dann kommt auch das ins Screenshot. Bam. Gut, dann danke ich, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gairon.